Hallo liebe Leute, und heute wird's mal mystisch bei meinem nächsten Spiel aus meiner Vergangenheit. Nämlich Marius Picross für den Gameboy. Ja, ein sehr tolles Knobel-Puzzlespiel. Wenn man es komplett ausschreiben würde, würde das Spiel sogar Marius Picture Crossword heißen, sprich Bilderkreuzworträtsel. Dementsprechend ist das Spiel auch so eingehaucht. Das ist ein Kreuzworträtsel mit Bildern. Ja, und bei diesem Titelbild kann man auch ein bisschen rumspielen. Nämlich wenn man hier irgendwie... Genau, wenn man mit den Steuerkreuzen ein bisschen rumfuchtelt, kriegt man da teilweise eine Töne raus, aber ich weiß nicht, was sie bringen. Das ist mir ein ewiges Rätsel. Auf jeden Fall, ja. Wenn wir jetzt in dieses Spiel mal reinschauen, falls ihr es noch nicht kennt, dann wird es echt mal Zeit, weil es ist auch ein sehr geniales Spiel. Neben Adventures of Lolo, eines meiner Lieblingsknobelspiele. Naja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Und wenn ihr das Spiel auf jeden Fall auf dem Super Game Boy spielt, habt ihr auf jeden Fall sehr interessante Rahmen für dieses Spiel. Das finde ich sehr mitunter am genialsten bei diesem Spiel. Ja, hier sehe ich sogar, habe ich sogar einen Spielstand hier mal angefangen, okay. Auf jeden Fall damals auf dem Gameboy habe ich sogar komplett durchgespielt, sprich alle Rätsel gelöst und so. Wirklich komplett durchgespielt. Wir werden jetzt einfach mal ein neues Spiel hierfür starten. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, ein paar Sachen auszuwählen. Wir können erstmal lernen, wie man das Spiel spielt. Das ist alles komplett auf Englisch. Leider. Dann kann man hier die einfachen Picross-Rätsel lösen oder die normalen Picross-Dinger. Um mal hier reinzusehen, haben wir hier die Möglichkeit zwischen Kinoko, sprich Pilz, oder Star den Stern. Die haben die sogar noch nicht bei Kinoko ins Englische richtig übersetzt. Ist aus dem Japanischen übernommen worden. Auch schon sehr interessant. Ja, und diese Picross, das sind auf jeden Fall ganz einfache Picross-Rätsel, die gerade mal, ja, sehr klein gehalten sind. Ich kann euch ja gerne mal ein paar Rätsel hier so zeigen. Und dann erkläre ich euch ein bisschen was dazu, würde ich sagen. Starten wir mit den ersten Rätsel hier. Lass uns das hier versuchen. Ja, Mario, da wäre ich auch für. Wir haben hier ein 5x5 Raster. Wir können jetzt auswählen, ob wir einen Hinweis wollen oder ob wir das alleine probieren wollen. Ich denke mal, wir versuchen das jetzt erstmal ohne Hinweise. Nämlich hier sehen wir auf jeden Fall ein Raster mit Zahlen. Dort oben und links seht ihr jeweils Zahlen. Diese Zahlen geben uns Hinweise, wo wir was reinhämmern können. Ihr seht oben rechts, welche Knöpfe was bewirken. Sprich, mit A kann ich einmal so ein Feld machen, was wir hämmern müssen. Mit B kann ich ein X-Feld machen, wo man sozusagen anmerken kann, da darf man nichts hinhämmern. Weil wenn man an der falschen Stelle hämmert, kriegt man nämlich Minuszeit. Und sobald die Zeit auf 0 ist, heißt es Game Over. Also man darf nicht zu oft daneben schlagen. Naja, nun werde ich euch zeigen, wie man das Rätsel am besten löst. Gut, das ist eigentlich nicht allzu schwer. Ich werde das sogar mal mit Hinweis machen. Jetzt muss man nur noch die Pfeile stoppen im richtigen Moment. Und dann wird dann sozusagen gezeigt, wie man diese Wege hätte hämmern können. Wird dann sozusagen darauf hingewiesen. Gut. Wie baut ihr diese Raste jetzt zusammen? Wie gesagt, ihr seht hier auf jeden Fall Zahlen. Und dann müsst ihr anhand dieser Zahlen gucken, dass ihr dieses Feld vollkommen ausfüllt. In diesem Fall ist es nicht allzu schwer, weil ihr seht schon, 5 steht hier schon, muss man runterhämmern und 5 muss man hier auch runterhämmern. Sprich, das kann man in diesem Fall dann problemlos machen, dadurch, dass es ja nur 5 Felder gibt in dieser Reihe. Ihr müsst bedenken, wenn die Zahl oben steht, dann muss man von oben nach unten die Reihe zählen. Und wenn die Zahl links steht, die Reihe von links nach rechts, ist ja irgendwo klar. Sprich, links steht jetzt eine 2, die 2 haben wir hier. Und in dieser Reihe sind es die 5, wohlbemerkt. Ja, und hier haben wir natürlich auch noch eine 5 und da oben seht ihr auch die 1. Sprich, da kann man jetzt auch problemlos die Zahl weghämmern. Und wir haben das erste Rätsel gelöst. Sehr gut. Es ist der Letter L. Der Buchstabe L. Ja, Letter. Schon klar. Gutes Deutsch. Ewiges Deutsch. Ja, und was auf jeden Fall auch sehr interessant anzumerken ist, hier sieht man auf jeden Fall die Zeit. Und man kann auch sehen, ob man Hinweis zu Hilfe genommen hat. Sprich, das anhand des Haars kann man das sehen. Ob man Hilfe in Anspruch genommen hat oder nicht. Na gut, wollen wir mal sagen, machen wir mal weiter. Und die Versuche kann man natürlich auch einsehen. Machen wir das nächste leichte Rätsel. Diesmal ohne Hinweis. So, Leute. Das ist im Prinzip jetzt etwas kniffliger. Ich meine, der Anfang ist wieder recht leicht, dadurch, dass da schon wieder eine 5 steht. Das wird bei größeren Puzzles natürlich etwas, ja, anspruchsvoller, dadurch, dass einem solche Hinweise nicht gegeben werden. Aber wenn ihr auf jeden Fall seht, ihr habt nur eine bestimmte Anzahl an Feldern. Sprich jetzt beispielsweise 10x10 Raster. Und irgendwo stehen eine 10. Dann könnt ihr problemlos die Linie entlang hämmern.
ohne Angst haben zu müssen, dass ihr falsch hämmert. Natürlich solltet ihr bedenken, ihr dürft nicht abrutschen, weil das wäre das Dümmste, was ihr machen könntet. Okay, nun wären wir beim nächsten Puzzle. Wieder ohne Hinweis. Das ist das einfachste Puzzle überhaupt. Schon haben wir es geschafft. Wir haben den Buchstaben T. Ja, auf jeden Fall geben diese Bilder, die man hier sozusagen hämmert, immer Symbole oder Buchstaben hier jetzt am Anfang in diesem Fall. Es gibt natürlich auch mehrere Picross-Ableger mittlerweile. Über die Jahre sind einige dazugekommen. Es kam sogar ein zweiter für den Gameboy raus. Ein Teil für Super Nintendo, den es mittlerweile auch für Wii oder Wii U Virtual Console gibt. Sehr empfehlenswert, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ab den Gameboy-Teil, ab dem zweiten, haben die sozusagen auch ein neues Feature eingebaut, sprich den Wario-Modus. Womit sozusagen keine Hinweise mehr gegeben wird, ob man falsch liegt oder nicht. Sprich, man muss im Prinzip sein Bestes versuchen, einfach die Räte so zu hämmern. Und ja, gucken, ob man das Ganze sozusagen vernünftig gelernt hat, was auf jeden Fall auch sehr genial ist. Ihr solltet das auf jeden Fall euch mal anschauen und ja, wenn euch sozusagen jetzt das hier zusagen sollte, dann kann ich euch jetzt schon sagen, dann solltet ihr euch auf jeden Fall den Super Nintendo Teil für Virtual Console auf jeden Fall zulegen. Das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Und hier haben wir das S. Sehr gut. Ich würde sagen, jetzt haben wir genug von diesen 5x5 Rastern gesehen. Jetzt wollen wir es ein bisschen anspruchsvoller haben. Oder meint ihr nicht? Wir wollen auch mal Bilder sehen. Sprich, wir machen erstmal den Kinoko-Kurs. Ja, auf Star kann man noch nicht gehen, das kann man ja später. Und ja, wenn man schon so diese Größe sieht, ne, könnt ihr euch denken, dass es natürlich noch etwas weiteres gibt. Ja, es gibt sehr viele Rätsel in diesem Spiel, aber die sind wirklich genial. Aber wenn ihr wirklich viele Bilder Kreuzworträtsel haben wollt, dann ist das Super Nintendo Teil wirklich sehr empfehlenswert. Da gibt es auch sehr viele. Wobei, wenn man das hier mal zählt, 8x8, das sind auch schon eine Menge, 64 Rätsel pro Teil. Da kommt man auch schon auf eine enorme Summe. Ich bin gerade am Überlegen. Wie viele gab es jetzt nochmal? Ich gehe mal kurz hier an meine Schublade. Muss mal gucken, ob... Nee, das ist Picross 2. Ich war nah dran. Ich werde mal kurz das Spiel hier raussuchen. Marius Picross, Micro Machines. Nein. Moment. Ich werde mal jetzt mit euch gucken, wie viele Rätsel es hier nochmal gab. Ich meine, jetzt habe ich ja sogar die Möglichkeit dazu, dass sogar der Griff bereit ist. Da haben wir es. Mann. Ich muss mich nur ein bisschen strecken, das ist alles. Weil mein Headset-Kabel dann doch nicht so lang ist. So, die Mühe mache ich mir jetzt mal, das Gameboy-Modul hier in meinen Gameboy reinzustecken, um zu wissen, wie viele Rätsel wir hier haben. Solange der Akku noch mitmacht. Ist auf jeden Fall auch schon rot. 64, okay. Also es gibt auf jeden Fall nur noch den Sternmodus und da gibt es Time Trial. Ah, genau das war's. Also sozusagen kann man dann Rätsel auf Zeit lösen oder im Prinzip nur ein einziges. Ja, zweimal habe ich mich hier eingeschrieben mit 2,45 und 3,33. Naja, aber die Rätsel sind dafür auch dementsprechend anspruchsvoll, weil, ja, man muss halt in einer bestimmten Zeit schaffen und Fehler werden natürlich, glaube ich, auch mit eingeberechnet. Man bekommt ein Rätsel zufällig zugewürfelt. Ich habe jetzt hier ein 15x15 Raster, aber ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Sprich, hier auf diesen farbigen Bildschirm. So, bei den nächsten Rätseln, nämlich müssen wir jetzt hier ein 10x10 Raster haben. Ja, oder gleich schon ein 15x15 Raster. Dann sind die 10x10 Raster noch bei einfach, die dann sozusagen später dazu kommen. Naja, auf jeden Fall, jetzt haben wir hier eine andere Melodie. Ich würde sagen, ich mache das einfach nochmal ohne Hinweis. Jetzt wird es natürlich sehr knifflig. Wobei der Anfang ist es trotzdem sehr leicht und ich weiß sogar noch, was das für ein Bild ergibt. Wenn ich mich nicht irre. 15, 15, 15. Wir können natürlich auch, wenn wir Lust zu haben, einmal Pause drücken. Und dann können wir hier sogar aufgeben, wenn wir denken, wir haben es falsch gemacht und wollen es nochmal versuchen. Oder die Musik ändern. Also man kann sich im Prinzip aussuchen, was man hören will, ob man es lieber ruhiger haben will, entspannter oder doch lieber fetziger. Ich habe diese Melodie eigentlich immer genommen. Wir können es hier auch logischerweise speichern. Kann ich euch auch einmal zeigen. Dein Spiel wurde gespeichert. Du kannst später fortsetzen. Sprich, es ist im Prinzip so eine Art Save State, in Anführungszeichen.
Man kann auf jeden Fall dann da fortsetzen, wenn man sozusagen Batteriemangel hat, was ja bei den alten Gameboy der Fall war. Und dann, wenn man das auf dem Super Gameboy gespielt, dann hatte man das Problem nicht. Das heißt, wenn es fällt ein Strom aus, dann haben wir große Probleme. Ja, und hier steht's auch, sei bereit für fürs Fortsetzen deines gespeicherten Spiels. Dann kann man nämlich direkt da fortsetzen, wo man aufgehört hat. Also ist im Prinzip sehr praktisch, dieses Speichern. Und dann kann man da jederzeit sozusagen ansetzen, wo man aufgehört hat. Wenn man sozusagen gerade in einem sehr kniffligen Rätsel ist und man nicht unbedingt ausmachen will und sich ärgern würde, wenn man quasi dann nochmal alles von vorne machen muss. Was ja damals wirklich schon der Fall war, dass das schon sehr ärgerlich ist. Achso, ich habe mich jetzt gerade verguckt. So, das sind 3, 2, einer muss hier dann auch irgendwo sein. Da ist er dann. So. Ja, gut. Ja, ich weiß doch, was das ergibt, Mensch. Und ich erkenne das noch nicht mal im Moment. Das haben wir, das haben wir. Dann, ja gut, dann kommt da gar nichts mehr, ist klar. 212 habe ich, 22 habe ich, 29. Das wäre dann von hier bis... Nein, von da bis hier. Und dann muss ich nur noch hier hochziehen. Bis dahin, dann dorthin und dann hierhin. Und dann haben wir es noch nicht, okay? Na gut, hier muss ich noch einmal, dann haben wir es aber gleich. Wunderbar! Und was haben wir erschaffen? Na, wer kann es schon erkennen? Ein Gameboy! Wobei der Gameboy noch nicht mal wirklich, wirklich wie ein Gameboy aussieht. Wo sind die Start- und Select-Knöpfe? Naja, aber trotzdem, ziemlich interessant gemacht eigentlich mit diesen pixelartigen Bildern. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch Picross zulegen sollt, das gibt's mittlerweile sogar für ein DS, für ein 3DS als Download-Titel. Gibt schon sehr viele Picross-Ableger und ich glaube Nintendo oder eher gesagt die Entwickler Jupiter und so, die werden damit wohl wahrscheinlich noch nicht so schnell aufhören. Das ist auch wirklich eine sehr geniale Spielreihe. Und ich finde es echt genial, dass ich wirklich mir damals dieses Spiel geholt habe für den Gameboy. Im Prinzip bereue ich das echt nicht. Weil das Spiel ist wirklich klasse. Also da kann man wirklich auch einen guten Denksport draus machen. Muss ich echt schon sagen. Also Leute unter euch, die wirklich sowas mögen, holt es euch. Es gibt wirklich, wenn man das jetzt mal so hochrechnet, also Game Boy 2, Super Nintendo 1. Ich sehe sogar gerade wieder, was das ergibt. Das wird ein Stern. Super Nintendo 1, dann war lange Zeit erstmal nix. Dann kam erst auf dem DS wieder was. Dann kam noch ein zweiter, das war ein dreidimensionaler Teil. Somit haben wir schon 5. Danach kam, glaube ich, der für einen 3DS eShop. Nee, Quatsch, Moment, stopp, zurück. Oder? Kam dann schon der 3DS-Download-Teil? Picross E. Auf jeden Fall Picross E2 gibt's auch schon. Oder kommt bald noch. Aber die machen da wirklich momentan sehr viel. Was wirklich schon richtig enorm ist. Aber daran merkt man, dass diese Spielreihe auch wirklich hierzulande recht beliebt ist. Wenn man mal überlegt, bei den Amis ist noch nicht mal Mario Super Picross für Wii U Virtual Console erschienen, während das bei uns ja erschienen ist. In dem Fall bemitleide ich die Amis in dem Fall überhaupt nicht. Die kriegen so viel, was wir nicht kriegen. In dem Fall ist es nur gerechtfertigt, finde ich. Dass wir so ein großartiges Puzzlespiel bekommen, während die das nicht kriegen. Naja, aber werden sie bestimmt früher oder später auch noch bekommen. Ist nur eine Frage der Zeit. Aber trotzdem. Diese Spielreihe hat mich echt begeistert. Ich finde sogar auch genial, dass ich dieses Spiel meinen Großcousin näher bringen konnte. Der hat sich für dieses Spiel auch begeistern lassen. Das finde ich wirklich klasse, was für Leute sich mit diesem Spiel begeistern lassen können. Okay, das war verschätzt. So, und... Wir sind noch nicht fertig. Moment, wo fehlt was? Wo fehlt was? Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Nein. Nein, ich wollte einen weiter. So, jetzt haben wir endlich unseren Stern fertig. Tada! Ja, auf jeden Fall geht das die ganze Zeit so weiter, dass man solche Bilderkreuzworträtsel lösen muss. Wie gesagt, es wird kniffliger, es gibt wesentlich härtere Bilder noch später. Wir nehmen jetzt mal hier das letzte.
Und ich würde sagen, mal, da machen wir noch einmal Hinweis. Mit Hinweis. So, so sieht denn etwa jetzt unser Bild aus. In etwa kann ich hier beruhigt schon mal so weit hämmern. Das 14. muss ich erstmal gucken, wo ich das hinsetzen muss. Und deswegen hämmer ich jetzt einfach mal wie blöd. Auf gut Glück. Wobei, hier sind 5. Okay, das war sogar... Das war jetzt, Glück. Okay, das war dumm. So, dann passt das auf jeden Fall 3. Ich würde sagen, dieses Rätsel lösen wir auf jeden Fall noch. Dann kommt da wahrscheinlich hin und da. Okay, sehr schön, dann sind die 12 soweit da. 3, dann ich riskiere es einfach mal. Okay, das passt. Dann kommen die 10 hier hin. Manches kann man dann sofort schon per Auge erkennen. Wenn man sich mit diesem Spiel schon lange genug beschäftigt hat. So in etwa wie ich. So, hier kommen 4. Na, achso, das waren schon 4. Scheiße, okay, sorry. Da kommt einer dran. Jetzt ist die Frage, kommen hier 2 hin? Dann kommt hier der 4. Dann kommen hier auch noch 4. So, der eine platziert sich hier oder dahin. Da muss ich erstmal abwarten. Hier kommen ja auch noch 3 irgendwo hin. Okay, das schon mal nicht. Da geht's auch nicht, da können wir aber 5 hin. So, die haben wir auch. Ja, man muss wirklich auf oben und auf links achten, um das am besten lösen zu können. Ist zumindest sehr vorteilhaft. Gut, da kommt's auch noch nicht hin. Dann muss es hier in die 3. Passt sogar wunderbar, dann kommt da auch einer hin. Dann werden hier 4 draus. Okay, scheiße, ich habe wohl nicht darauf geachtet. Okay, dann da 5, 2, 3, 4, 5. Dann sind das 2. Okay, falsche Richtung. Ich habe gleich versagt. Man sollte auch wirklich nicht zu überheblich hier die Sachen überdenken. Sprich, man muss wirklich ganz genau überlegen, wie man das am besten macht. So. Dann muss hier theoretisch der hin. 3, 2. Okay, dann haben wir das auch. Beim Super Nintendo 3 ist es sogar auch ziemlich praktisch, dass man hier sogar die Zahlen jeweils abhaken kann. Was man hier jetzt ja leider noch gar nicht kann. Sprich, man muss sich auf die Zahl orientieren und im Prinzip das im Kopf so abhaken. Was das Ganze schon etwas schwieriger macht im Vergleich zum Super Nintendo Ableger. Zu Marios Super Picross. Ich hatte ja sogar mal überlegt, ob ich irgendwie den Super Nintendo Teil als Let's Play mache, aber... Nee, das tue ich mir nicht an. Das wird dann doch zu heftig, glaube ich. Auch wenn es interessant wäre, mal ein Puzzlespiel als, Let's Play zu machen. Aber egal. Ich würde sagen, so, um euch das Spiel mal zu zeigen und euch auch näher zu bringen, reicht das. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel sehr gerne gespielt damals und ich spiele heute die Picross-Teile auch noch sehr gerne. Ich habe im Prinzip, naja, so ziemlich jeden Ableger, abgesehen bisher den 3D-Teil, also sprich Picross 3D für den DS. Den habe ich noch nicht, aber sonst habe ich bisher jeden Picross-Teil. Aber durchgespielt habe ich bisher nur den Gameboy-Teil, den ersten. Ist schon ein bisschen blamabel, muss ich sagen, aber ich mag diese Spielreihe trotzdem. So für zwischendurch ist es eigentlich immer genial. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, verabschiede mich in dieser Folge, in diesem Spiel aus meiner Vergangenheit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ich hoffe, ich konnte euch für dieses Spiel auch begeistern. Oder ihr könnt auch gerne eure Meinung zu diesem Spiel sagen, wie ihr es findet und ob ihr es auch von damals kennt. Lasst es mich wissen. Wir sehen uns oder hören uns auf jeden Fall bei meinen anderen Let's Plays dann wieder. Bis dann, auf Wiedersehen, liebe Leute.